Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Susis Kreativwelt. Ich habe heute mal wieder einen Action-Haul für euch, war gestern im Action. Aber ganz ehrlich, als ich nach Hause kam, hatte ich keine Lust mehr zu drehen, deswegen mache ich es heute. Es gab ein paar Sachen, ein paar neue Sachen, neue Bastelsachen und auch sonst habe ich ja ein bisschen was bekommen. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ne? Wir fangen einfach mal an. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier alles vorsortiert habe. Ja, ich hoffe, dass es auch mit den Preisen klappt. Genau. Also, wir legen los mit einmal hier Heinz Mayonnaise. Sonst, ich habe bis jetzt immer nur diese großen Flaschen Ketchup gesehen. Diesmal gab es halt auch Mayo, war auch nur noch eine da. 800 Milliliter für 1,99 Euro. Ja, und da sowas halt bei uns auch immer gebraucht wird, habe ich die mal mitgenommen. Ja, das. Total spektakulär, ne? Dann habe ich mir mal wieder diese Söckchen geholt. 85 Cent oder 89 Cent. Also ich habe einen riesenlangen Zettel hier. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, was rauszuschreiben. Ich gucke, was ich direkt finde. Die meisten Sachen weiß ich, glaube ich, auswendig. Bei den anderen, wenn es mir gerade ins Auge fällt, ja, hier 83 Cent kosten diese Söckchen. Genau, die habe ich mir noch mal zweimal mitgenommen. Mehr habe ich nicht gefunden, sonst hätte ich noch mehr geholt. Ja, weil die brauche ich immer im Winter für in die Stiefel und ja. Genau, ich mag das nicht so. Dicke Socken ist nicht so mein Ding. Und da sind die gut, die können auch kaputt gehen. Drei Paar, ne, das passt schon. Jo, dann gab es die hier, die habe ich noch nie gesehen. Nesquik Wafer, die sind also ganz leicht. Das sind wohl so Waffeln mit so einer Creme drin. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob sie schmecken. Aber warum nicht, ne? Wenn nicht, kriegt sie mein Sohn, der isst ja alles, was irgendwie schokoladig ist. Genau, und dann habe ich hier die Mini Milky Way und Mini Mars noch mitgenommen. Die waren auch gar nicht teuer. 1 Euro, schieß mich tot, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es so unglaublich wichtig ist, aber lieber J, wo steht denn? Ja, man kann mir jetzt wieder einen Tipp geben, vorher rausschreiben. Ja, ich hatte aber keine Lust. Ich wollte das jetzt noch drehen. Ich bin heute wieder erst, ich habe mal wieder eine Dreiviertelstunde versucht, Feierabend zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Also diese Nesquik-Dinger kosten 99 Cent und die Minis 1,66. Ja, und es hat wieder einfach nicht geklappt, so Feierabend zu machen, wie ich wollte. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht mindestens eine halbe Stunde länger da bin. Keine Ahnung. Es ist verrückt. Ja. Dann hatten sie hier von Monster diese Energy Drinks. Coole Dose, ne? Hier mit den mexikanischen Toten Dingsbums Skeletten hier. Richtig cool. Energy Juice, also ein Saft wohl. Und dann hier dieses Lewis Hamilton Monster Energy. Und mein Sohn, der ist ja so ein Energy-Drink-Trinker. Deswegen habe ich die zweimal mitgebracht. Kann euch dann, Mango ist das hier. Ja, kann euch vielleicht mal sagen, ob ihm das geschmeckt hat. Aber ich denke, ja, das sind Riesendosen, ne? Also die sind größer als so eine normale Energy-Dose. 500 Milliliter und 1,49 Euro. Das war, glaube ich, recht günstig. Ich glaube, diese Monster-Dinger, die sind immer recht teuer. Ja. Dann habe ich Spannbettlaken gekauft. Einmal für mein... Wir haben uns letzten Samstag eine neue Couch gekauft. Und da ich ja immer auf der Couch penne, habe ich mir dann auch schon einen Topper bestellt. So einen Memory Foam Topper. Und dafür habe ich mir noch ein Spannbetttuch geholt. Da habe ich mir ein ganz einfaches 90x2 geholt. Das habe ich aber schon drauf. Das kann ich euch nicht zeigen. Und mein Mann hat dann gemeint, bring mir bitte auch zwei mit für die Motorräder. Die will er da im Winter jetzt drin einpacken, weil er keine Garage mehr hat. Und da habe ich mir hier die, das sind 1,80 m x 2,20 m. Also die gehen auf jeden Fall über diese riesen Motorräder drüber.
Was und wie er das machen will, weiß ich nicht. Das ist mir aber auch egal. Also die sollen unter die normale Plane, damit das Ganze ein bisschen wärmer ist. Und die waren auch gar nicht so teuer. Ich meine 5,95 Euro. 5,95 Euro, lass mich nicht lügen. Ich habe eben noch drüber geguckt und habe gesagt, okay, kannst du dir merken? Ja, war nichts. 5,35 Euro sogar nur. Ne? Und das finde ich okay, ne? Das passt vom Preis her. So, die nehme ich mal wieder weg, weil die nehmen mir hier so viel Platz weg. Dann gab es jetzt auch ganz viele Lichterketten. Ich habe mir mal zwei von den 20ern hier mitgeholt, weil die waren auch extrem günstig. Die haben ein paar 80 Cent gekostet. Ich meine 84 Cent, ne 72 sogar nur, 72 Cent mit 20 LEDs. Und ich möchte damit halt was basteln. Ich hatte mir mal so einen 10er-Pack bei Amazon bestellt. Ich glaube, das waren 10 Lämpchen, aber ich finde den nicht mehr. Ich habe echt, mir fehlt auch eine ganze Tasche mit einem Action-Einkauf. Ich finde die nicht. Ich weiß nicht, ich räume auf und finde die Sachen nicht mehr. Das ist Hölle, ne? Das macht mich wahnsinnig. Da werde ich wahnsinnig. Genau. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die zwei hier mitgeholt, weil ich hatte damit schon angefangen mit dem, was ich da machen wollte. Wollte euch da eigentlich auch mitnehmen. Werde ich auch tun, aber wie gesagt, ich finde einfach die Ketten nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt zwei 20er mitgeholt, das passt auch. Und dann werden wir mal schauen, ob das was wird, was ich da geplant habe. Jawohl, diese. Und dann habe ich mir noch eine große Lichterkette für einen Weihnachtsbaum mitgeholt mit 300 LEDs. Die ist, glaube ich, ja, 5 Meter, genau. Und ja, die musste ich holen, weil letztes Jahr war ich irgendwann so gefrustet, weil alle Lichterketten, die ich da hatte, haben nicht funktioniert, bis auf eine. Und dann wollte ich irgendwie schon gar keinen Weihnachtsbaum mehr machen, weil ein Weihnachtsbaum ohne Lichter, ne, kannst du vergessen. Ja, dann hat dann mein Mann irgendwie improvisiert, der hat dann meine ganzen Harzteile dran gehängt, auch was weiß ich, der war irgendwie ganz lustig nachher, der Baum. Aber dieses Jahr habe ich gedacht, gut, es passiert mir nicht mehr, dass nachher, dass es keine mehr gibt. Jetzt hole ich mir gleich eine mit. Die war jetzt nicht die billigste, weil die hat halt noch diese Fernbedienung und irgendwie kann man die einen Timer reinmachen und man kann auch die, ich glaube, die Lichtstärke oder sowas kann man dimmen. Ich weiß es nicht genau. Ja, da hier Leitsensor. Ich weiß es nicht. Also die kann einiges. Das muss ich mir mal irgendwann angucken. Ich habe schon gesagt, dieses Jahr wird der Baum schon am 1. Dezember aufgestellt, weil ich will meine ganzen Disney-Anhänger, da habe ich jetzt noch welche bekommen und da kommen auch noch welche diesen Monat. Aber das wird ein schöner Disney-Hall, kann ich jetzt schon mal sagen. Die sind einfach so schön. Die möchte ich alle an den Baum hängen und der muss dann auch ein bisschen länger wie eine Woche stehen. Also auf jeden Fall. Ja, wartet mal, wo haben wir? 13,95 hat die gekostet. Ja, wobei das geht auch noch, ne? Für 300 LEDs. Ja, jetzt habe ich hier, weiß ich nicht, wie viele Minuten über die Lichterkette referiert. So ein Quatsch. Egal. Ja, das. Oh, ich habe eben vergessen bei den Süßigkeiten. Ich habe mir nochmal, die hatte ich ja letztens schon mal gekauft, diese Hershey's Cookies and Cream. Leute, die sind so lecker. Da sind ja nur 6 Stück drin und die kosten 1,29 Euro, meine ich. Ne? Aber die sind so lecker, dass ich mir nochmal 2 mitnehmen musste. Gibt es dann abends 2 Kekschen, so als Betthupferl. Lecker, lecker, lecker. Ich freue mich schon. Gibt es heute Abend. Ja, genau. Das. Und dann habe ich mir, ich bin ja so bekloppt, Leute, ne? Ich kann es euch sagen. Da gab es ja diese Woche im Angebot diese, warte, ich muss hier ein bisschen Platz machen. Diese Woche im Angebot diese Wolldecken, nenne ich es mal, als Umhänge und als Meerjungfrauenschwänze, auch für Erwachsene. Ne? Da habe ich mir einmal das hier geholt. Ich muss es so halten, wartet mal, so. Na, die hat hier ein Krönchen auf und dann ist das so ein Umhang und hinten ist Treat Me Like a Princess. Super soft and cozy. Und den hole ich jetzt mal hier raus. Ich will jetzt mal wissen, wie der sich anfühlt. Oh, der fühlt sich sehr, sehr kuschelig an. Sehr kuschelig. Die Frage ist natürlich, passt die dicke Frau da rein? Das wage ich nämlich noch zu bezweifeln. Aber wirkt jetzt gar nicht mal so klein. Oh, mal schauen. Also,
Es bringt euch jetzt ganz viel, wenn ich euch das jetzt da hinhalte, aber egal. Also es fühlt sich, ist total kuschelig, ganz weich. Hier hinten auf dem Rücken ist dann halt dieser Aufdruck. Das ist sogar da drauf gestickt, also nicht irgendwie drauf gebügelt oder sowas. Ist richtig drauf gestickt. Die Krone ist da drauf genäht und oben auf der Kapuze ist halt auch ein Krönchen. Und ja, ich probiere mal, euch ein Foto einzublenden. Ich werde jetzt nach dem Video, werde ich es mal anziehen, mache ein Foto und versuche das mal einzublenden, damit ihr seht, ob und wie das Teil passt. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. So, der. Übrigens hat der auch so hier für die Hände, ne? Unten, da kann man auch die Hände reinmachen. Also ich fand das total niedlich. Und 5,95 Euro, ne? War in dem Angebot. Also da kann man ja wirklich nichts sagen. Und weil das so günstig war, habe ich doch gleich noch einen draufsetzen müssen und habe noch diese Meerjungfrauenflosse geholt. Ich habe mir gedacht, wenn der oben vielleicht ein bisschen zu kurz ist, kann ich mir hier unten hier die Meerjungfrauenflosse hinmachen. Da passe ich aber im Leben nicht rein. Im Leben nicht. Warte, auch die muss raus. Bin ja jetzt doch zu neugierig, ne? Ihr kennt mich ja, ich muss ja immer ganz viel auspacken und vielleicht dann vor der Kamera ausprobieren. So. Oh, die Farben sind wunderschön. Wunderschön. So, guckt mal. Ist das nicht schön? Oh, und ganz weich. Hier kommt die Bella gleich wieder gucken. Belli, was ist das? Guck mal. Ja, guck mal. Komm mal gucken. Da kommt, jetzt kommt der Lucky. Für den ist das jetzt noch interessanter. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, euch davon auch ein Foto zu machen. Muss ich meinen Mann fragen, ob der mich damit fotografiert. So, das ist hier oben offen. Ah, okay. Das heißt, ich muss im Prinzip ja nur die Beine unten reinstecken. Dann funktioniert das Ganze. Und oben lege ich mir es einfach so über. Oh, das ist gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm. Ja, auf jeden Fall super schön und super weich. Und ich glaube, wieder erwarten wird es doch funktionieren können. Man wird es sehen. Wenn nicht, weiß ich schon, wer es geschenkt bekommt. Wenn die dicke Frau nicht reinpasst, dann passt eine dünne Frau rein. Und da wüsste ich eine. Genau, so, was haben wir noch? Haben wir noch was keine Bastelsachen sind? Nee. Bella, kannst du bitte aufhören zu quietschen? Das wäre äußerst freundlich. Vielen Dank. So, apropos quietschen, ich habe auch noch ein Hundespielzeug gekauft. Das ist ja für meinen Enkelpudel. Also für den Pudel von der Freundin von meinem Sohn. Die hat ja einen Zwergpudel, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, weiß ich nicht. Also ein Baby, die ist jetzt 4,5 Monate, die ist so niedlich. Und da gibt es halt so lange, dünne Tiere, so wie ein Marder sieht das Ding aus. Und da ist hinten am Schwanz ist so ein Raschelzeug und vorne ist ein Quietschi. Und der Lucky würde das zerstören, weil das so ein weicher Plüsch ist. Aber die Leila, die hat sich tierisch darüber gefreut. Die hat das heute schon bekommen und deswegen konnte ich es euch jetzt im Haul nicht zeigen. Aber total süß. Das hat 1,99 Euro gekostet. Und ja, genau. So, bla bla bla. Wieder keine Bewegung hier vor der Kamera. Ne? Kann man sich wieder beschweren hier. Aber ne, Susi hat heute ein bisschen viel Sprechperlchen gegessen. Ich habe heute schon den ganzen Tag ein Laberfleisch. Keine Ahnung. Das ist so. So wird es euch wenigstens nicht langweilig. So, dann gab es diese neuen Partybags und die finde ich mega süß. Guck mal, erstmal dieses Alpaka oder Lama. Für mich sind das alles Alpakas. Finde ich super hübsch. Dann die Luftballons, die finde ich auch ganz toll. Und die Streifen hier fand ich auch voll hübsch. Die sind voll toll. Da sind immer 10 Stück drin. Die haben 38 Cent gekostet. Können wir Party machen, ne? Ne, Party gibt es so schnell keine mehr. Danke Corona. Tja, aber ich, Gott. Ne, also ich sage ja immer, ich persönlich habe keine Einschränkungen durch dieses Corona-Zeug. Ne, weil ich bin halt ich gehe nicht raus. Ich gehe, das Einzige, wo ich mal hingehe, ist zu Action oder ganz normal einkaufen. Ich fühle mich nicht eingeschränkt dadurch. Ich muss auch mal, kann auch mal zurückschicken, ein paar Monate nicht essen gehen, dann bestelle ich mir halt was nach Hause, wenn ich das möchte. Und ja, also ich muss weiterhin arbeiten gehen. Bei uns sind jetzt fast alle Mitarbeiter bald im Homeoffice. Ich weiß nicht, ne, dann sitze ich alleine im Großraumbüro, aber ist auch egal.
Weil ich würde halt Homeoffice höchstens so, ja, wenn ich mir aussuchen könnte, tageweise machen oder stundenweise. Ja, aber ja. Mal gucken, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Vielleicht sitzen auch wir Teamleiter bei dem Homeoffice. Man wird sehen. Ja, das. So, weiter geht's. Ich muss aufpassen, dass ich nicht komplett abschweife heute. Apropos übrigens abschweifen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob von euch schon mal jemand ganz normal bei In Love Arts bestellt hat. Weil ich habe dort bestellt, keine Kooperation oder sowas. Ich wollte mir einfach mal noch ein paar Stanzen und ein paar Stempel bestellen. Das war am 30.09. Und heute ist der 15. Also na, jetzt 15, 16 Tage ist das her. Ich weiß, es ist China, dauert halt alles etwas. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr, weil ich kriege auch keine, ich kann es nicht tracken, ich kriege keine Versandbestätigung. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr, was ihr für Erfahrungen habt, wenn ihr dort schon mal bestellt habt, wie lange es in der Regel dauert. Das würde mich mal interessieren, weil so langsam werde ich nervös. Na, da ist ja Ali zum Teil schneller. Ja. Genau, vor allen Dingen ärgert es mich halt, wenn die Kohle weg ist. Ne? Ich meine, das war jetzt auch nicht für 2,50 Euro. Ich habe zwar ziemlich viel bestellt, aber ja, ne, Kohle ist weg und die Ware nicht da. Und das macht mich ein bisschen irre. Wenn ich es tracken kann, ist das Ganze in Ordnung, aber ich kann es nicht tracken. Ne? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr schon mal bestellt habt, wie lange es bei euch gedauert hat. Das wäre sehr hilfreich für mich. Genau. Weiter geht's im Text. Knöpfe gab es neue. Ich habe mir nur diese hier mitgeholt, weil die kann ich mir vorstellen, die auf irgendeine Sache, die ich nähe, mit drauf zu machen, auf eine Tasche oder kleine Täschchen oder sowas. Die anderen, die es gab, die sahen alle so Terrakotta-mäßig aus, die haben mir also gar nicht gefallen. Deswegen habe ich nur die hier mitgeholt. Da muss ich jetzt nochmal gucken mit dem Preis, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ja. Gut. Ich finde hier wieder alles, nur nicht das, was ich suche. Gar nicht drauf. Papier. Also ich bin jetzt den ganzen Zettel hier zweimal durchgegangen. Ich finde nirgends diese Knöpfe. Band, Bettlaken, Schokoriegel. Ah, hier. Deko-Knöpfe in Dose 99 Set. 18 Stück. Genau. Die. Dann habe ich mir, die kennt ihr bestimmt schon, diese Randstanzen mitgeholt. Ich habe auch nur diese zwei geholt. Ja, weil generell habe ich halt von Fiskars dieses Ding mit den Kartuschen, mit diesen Stanzkartuschen, diese großen, schweren. Und auch einige Handrandstanzen, mit denen arbeite ich eigentlich, nicht eigentlich, sondern mit denen arbeite ich einfach lieber als mit denen, aber die hier fand ich ganz gut. Deswegen habe ich mir die mitgeholt und Preis, ich glaube 1,29 €, ja genau, das ist okay dann. Ne? Deswegen durften diese beiden mit. Dann habe ich hier gefunden, dieses neue Band mit Goldprint, fand ich auch ganz hübsch. Ich habe mir die drei Farben mitgenommen. Es gab es noch in so einem Beige. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber die hier in dem Blau, in dem Rot und in dem Alt-Rosé und mit Rot fand ich recht hübsch. Das sind jeweils also 5 x 1 Meter drauf. Ja. Genau. Die. Dann habe ich mir, also ihr wisst ja vielleicht, ich bin kein so ein Washi-Fan. Aber hier, das fand ich ganz hübsch zum Großteil. Deswegen habe ich mir nochmal so eine Box hier mitgenommen. Kostet 3,99 Euro. Die sind mit Folien und Glitzer. Und ja, was mir halt besonders gut gefiel, war dieses Schwarz-Weiß-Graue hier. Auch das Türkis finde ich schön. Und auch hier das Marmorierte, ne, hier in dem Rosa. Also finde ich wirklich ganz hübsch.
Deswegen durfte das mit, wie gesagt, 3,99 diese Box. Es gab noch eine Sorte mit anderen Mustern, die haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen nur diese eine. Man muss ja auch mal Nein sagen können, ne? So, dann habe ich mir mitgeholt die neuen Aquamarker. Die waren ja jetzt diese Woche im Angebot. Einmal diese Grün-Blau-Grautöne. Und einmal die Rot, Rosa, Lila, Orange, Pink, Braun Töne. So. Ja, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Doppelungen da zu den anderen, die ich schon habe, mit dabei sind. Da werde ich mal gucken, werde dann auch entsprechend die Doppelten aussortieren und die auch in dieses Verlosungspaket, für das ich schon so ein bisschen die ganze Zeit sammle, mit reintun. Wenn denn Doppelte dabei sind. Aber da gehe ich mal stark davon aus. Die haben jetzt im Angebot gekostet, ich glaube auch 5,95 Euro. Wartet, ich gucke nochmal nach. Die Bänder übrigens 69 Cent. Ne? Wo habe ich denn die Stifte? Aquamarker 5,97. Ja, genau. Habe ich ja fast habe ich getroffen, den Preis. Fast. 5,97 Euro, da kann man nichts sagen. Es sind 30 Stück drin, das ist okay. So, das. Dann gibt es ja nochmal diese Embossing-Stifte mit dem Glitzer. Davon hatte ich mir beim letzten Mal schon ganz viele geholt, aber ich bin mir zu 90% sicher, dass ich keins mit rosanem Glitzer und keins mit diesem hellblauen hier habe. Und ja, also das ist auch kein Glitzer, ne? Das ist normales Embossing-Pulver. Und das hier ist halt mit Glitzer, mit so einem Holo-Glitzer drin. Ne? Das sieht man vielleicht so ein bisschen. Ne? Ja, gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Farben. Aber wie gesagt, ich habe davon noch ganz viele. Die Stifte, die braucht man ja, ist ja jedes Mal der gleiche Stift. Ne? Und ja, da brauchen wir ja nicht 100 Stück davon. Ja. Aber die Farben fand ich schön. Und die haben gekostet 2,38 Euro. Ist ja auch nicht günstig, ne? Also gar nicht günstig. Hat die wirklich 2,38 Euro gekostet? Habe ich nochmal irgendwo 2 Euro? Ach ja, tatsächlich 2,38 Euro. Gut, ist dann halt so, ne? Und dann gibt es ja hier diese neuen Glitzersets. Glitter-Sets. So, das sind halt dann so kleine. Warte mal, ich mache mal eins auf. 12 verschiedene Farben. Und das sind halt diese Döschen drin. Ne? Und genau. Verschiedenste Farben. Ich habe jetzt gerade gesehen, da wahrscheinlich, ich vermute, ist immer Gold und Silber unten. Nee, guck mal, weiß ist drunter versteckt. Weiß mit Silber. Und dann halt die, die man da sieht. Das ist das eine. Also hier so Neonfarben oder ne, so ein Grün habe ich auch nicht. Das Orange finde ich auch super schön. Ja, dann gibt es hier diese braun-gelb-Töne, so ein bisschen gedeckter. Ich guck mal, was ich da noch versteckt in der Ecke. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Komm raus. So, da versteckt sich ein schwarzer und ein goldener. Yep. Dann haben wir diese hier. Hä? Ist das das gleiche nochmal? Nee, ist anders. Ja, ist anders. Genau, hier so mit den rosanen, dann türkis, dann mal weiß. So ein bisschen rosigold ist das hier. Oben nochmal ein silber. Und also ich denke, auch da wird es Doppelte geben. Ja, da haben wir auch nochmal so ein Gold und ein Rosa. Auch was ich da doppelt habe, wird auch in das Verlosungspaket reingehen. Dann hier in Grün- und Blautönen. Da haben wir Weiß. Das ist ein Holo-Glitzer-Weiß. Das andere war mit Silber und dann noch ein blauer. Echt mal gespannt, ob da wirklich, weil so,
Weil das hier, dieses Weiß, das hat mir so einen Grünschimmer. Na, mal gucken. Mal gucken. Das werde ich mal, wenn ich es oben einräume in meinem Bastelzimmer, mal kontrollieren. Wie gesagt, ob die wirklich voneinander abweichen. Da haben wir noch einen lilanen. Und nochmal den weißen. Also der ist auf jeden Fall schon mal doppelt. Das ist der Weiß, der so grünlich schimmert. Ja, die haben gekostet wo sind sie denn? Kann doch nicht sein, ich habe sie gerade eben gesehen. Hier, 96 Cent eins. Ja. Also ein so ein 12er Set. Ja, ist auch okay, ne, für Glitzer. Ja, die. Und dann habe ich doch tatsächlich nochmal Papier gekauft. Und zwar diese Paper Stack Deluxe Blöcke. Und die habe ich, warte, ich muss die aufschneiden. Die habe ich geholt, weil ich die von der Musterung so cool fand. Ich habe auch nicht alle geholt, weil mir die anderen einfach nicht so gefallen haben. Ja. Ich hätte gerne von dem hier zwei gehabt, gab es aber nicht. Also habe ich nur den einen geholt. Und ich finde das super schön. Also das gefällt mir richtig gut. Ne? Diese geometrischen Formen mit diesem Holo dazwischen finde ich super cool. Ja. Richtig, richtig schön. Da kann ich mir auch richtig gut ein Album vorstellen. Mega, oder? Auch hier mit dem Glitzer. Und den gab es, also gerade diese Farbe, die mir so gut gefällt, hier, die gab es nur einmal, aber vielleicht ist ja beim nächsten Mal nochmal aufgefüllt oder ich fahre in den anderen Action, vielleicht bekomme ich es dort. Ist das nicht schön? Ich finde es so hübsch. Ja, das hier ist dann so ein bisschen glänzendes Papier. Das ist dann ohne Glitzer, aber das ist ja auch in der Kombination cool, auch hier dieser Hirsch. Ja. Echt schön, dass hier es ist. Naja, na, aber ansonsten finde ich die mal was anderes. Ne? Also richtig, richtig cool. Hier ein Wolf, Melli. Übrigens habe ich dein Paket immer noch nicht gepackt, weil ich immer noch irgendwas finde, was da mit rein soll. Und hier haben wir noch Sticker. Ja, die sind jetzt nicht so prickelnd, aber ja. Ne? Das wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Einmal der. Dann habe ich trotzdem, dass es jetzt Blätter und so Zeug sind, den mal mitgeholt, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht auch mal ein bisschen was Unauffälligeres. Gucken wir auch mal rein. So, haben wir das. Dann so Blätter. Hier so Blätter. Und solche Blätter. Also es ist ein Blätterblock. Ein Blätterblock. Und Blümchen. Und dann haben wir es mit Glitzer. Das ist wirklich schön. So ein richtiges herbstliches Papier. Jo, kann man machen, ne? Dann haben wir hier dieses glänzende Papier wieder. Das finde ich ganz okay. Hier auch so Herbst. Dann in Grün. Ich finde, hier kann man ein bisschen schlecht kombinieren. Das, den anderen, den kann man echt gut kombinieren. Ich bin ja so ein Farbenfreak, ne? Bei mir muss ja immer alles farblich zusammenpassen und da habe ich bei dem hier schon Probleme. Also das wäre jetzt eher was, was ich vielleicht für Karten verwenden will oder kleine Boxen oder sowas draus machen. So, mit diesen Stickern hier, ja. Also die Sticker, die reißen jetzt nichts, ne? Und, hä, habe ich den auch geholt? Das glaube ich nicht, dass das Absicht war. Das wollte ich mit Sicherheit nicht. Den hier holen, aber jetzt habe ich ihn halt mal, ne? Die kosten übrigens einer 99 Cent. Glaube ich. Wartet. Ja. Genau. Also vielleicht bin ich jetzt überrascht von dem, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Aha. Okay, das ist okay. Das ist nicht schlecht. Das ist schön. Okay. Kann man machen. Ist auch mit Glitzer, ne? Seht ihr den Glitzer? Ich weiß es nicht. Bisschen, ne? Das ist so, boah, ja. Ja. Aha. Naja, das gefällt mir echt gut. Das kann man machen. Ja. Ja. Okay. Jo. Okay, Pilzesticker. Herbst halt, ne? Padam. Keine Ahnung. Egal. Ist dabei. So, den habe ich mir zweimal geholt, weil der auch nochmal diese so geometrische Formen hat. Den gab es dann auch noch zweimal, aber die Farben sind halt nicht so cool wie bei dem anderen. Aber egal. So. Das sind, glaube ich, die Motive, die gleichen oder ähnlich, ne? Also auch alles wieder hier, Kreise, Quadrate, Rechtecke, Dreiecke. Nee, die Motive sind anders als bei dem anderen. Aber halt auch cool. Also ich finde die schön. Ja. Auf jeden Fall besser als braune Blätter oder so. Okay, was ist denn? Musst du Anlauf holen, musst du hüpfen. Er macht immer so, als würde er es nicht schaffen, auf die Couch zu hüpfen, aber er kann es. Er will dann nur Mitleid und will gehoben werden. Nein, ich heb dich nicht, ich habe keine Zeit. Ja. Gut, das ist jetzt auch wieder, da haben wir wieder den Hirsch. Ja. Was soll das? Ja, egal. Ja. Ja. Ich bin heute sehr direkt, sorry. Also das da hinten, yep. Und das habe ich dann auch noch doppelt. Katze ist okay. Ja, da haben wir Wolf, Wolf, Bär, Katze, Eule, Elefant. Ja, okay. Also der erste ist der schönste, finde ich. Ist natürlich reine Geschmackssache. Gott sei Dank, ne? Wäre ja schlimm, wenn jedem das Gleiche gefallen würde. Das wäre ja sehr langweilig im Leben. So, und dann habe ich mir einen Weihnachtsblock gekauft. Susi hat sich einen Weihnachtsblock gekauft. Obwohl sie sich vorgenommen hat, nichts mehr für Weihnachten zu basteln. Aber ich wollte dieses Jahr mal gucken, vielleicht sogar an diesem Wochenende, ob ich einen Adventskalender mache. Ich habe bei Liebesfuchs mal reingeschaut. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, war das, da hatte sie so Adventskalenderbücher gemacht. Da habe ich ganz viele nachgebastelt. Da haben sie mir auf der Arbeit, haben sie mich überrannt. Da habe ich irgendwann danach, ich weiß nicht wie viel, 100 so kleine Kästchen falten und kleben, habe ich irgendwann gesagt, stopp aus, ich mache keine Adventskalenderbücher mehr. Also Ende, ne? Möchte ich nicht mehr. Meine Hände machen es nicht mehr mit, geht nicht mehr. Aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich mache mal nochmal was. Ich weiß noch nicht was. Aber ich würde es gerne zum Teil aus diesem Papier machen, weil ich finde es wunderschön. Also es ist wirklich wunderschön. Und guck mal, je nachdem, was man macht, hat man hier auch schon hier die Zahlen für einen kompletten Adventskalender, sogar bis zum 25. Finde ich mega cool. Dann hier, das ist ja eigentlich mehr so ein Galaxy-Papier, aber ich finde es wirklich schön. Das hier ist auch ein Träumchen, aber was macht man damit? Ne, also die Wildrose, ne, ich weiß gerade nicht, wie sie mit Vornamen heißt, hatte auch, das war aber ein anderer Blog, wo sie gesagt hat, was soll ich denn damit machen? Ich kann das ja nicht zerschneiden, ist das Motiv kaputt. Du kannst es nur einrahmen, an die Wand hängen oder ein Riesenalbum draus machen. Ja, ansonsten. Oder du kannst vielleicht für einen Adventskalender, wo du was dranhängst, so Beutelchen oder sowas, kannst es als Hintergrund holen. Ansonsten ist dieses wunderschöne Papier für die Katz. Warum macht man das nicht so in klein? Aber egal. Jetzt gibt es auch noch hier einen Exkurs über Papier. Ja, hier so ein ganz einfaches. Dann guckt mal, das hier ist das nicht ein Träumchen. Ich finde es wunderschön. Sieht wirklich aus wie so ein ganz klarer Sternenhimmel. Superschön. So,
hier, das finde ich, geht schon eher, ne? In der Größe, da kann man da mal eine Karte draus machen vielleicht noch oder so, ne? Ja, auch echt hübsch. Genau. Oder ein kleines Weihnachtsalbum, so ein 15x15. Ja? So, als hätte ich keine Ideen. Hier auch, das kann man zwar, also den oberen Teil gut verwenden, hier unten diese Häuser, diese Silhouette, das ja, verschwindet auf allem, was du machst. Ja. Hier haben wir nochmal goldene Sterne auf dem dunklen Untergrund. Dann haben wir hier Rentiere, Sterne, hier nochmal so ein Galaxy-Hintergrund. Das hier ist auch total hübsch, ne? Hier auch wieder ein wunderschönes Papier, aber warum? Ne? Warum so groß? Ich weiß es nicht. Ja, das kann man auch benutzen, ne? Das ist halt der Mond da oben. Okay, dann hier Schnee. Das hier geht auch, das, ne? Also ich würde das halt auch zerschneiden und ja, keine Ahnung, da davon Unterteil von Boxen machen, von da unten dem. Auch hier, das ist auch schön. Hast du halt welche ohne und welche mit Schneeflocken, egal. Das hier sind entweder kleine Tannenbäume oder kleine Glocken. Ich würde eher sagen kleine Tannenbäume. Ich habe heute die Brille an, ne? Da kann ich ein bisschen besser sehen. Das finde ich jetzt wieder okay. Ne? Hier so, so Sprüche, diese Dingens hier kann man auch auf ein Paket kleben. Hier unten so Text. Ne? Das ist wieder sehr hübsch. Da haben wir wieder Sternenpapier. Hier wieder ein Nachthimmel. Ein winterlicher Nachthimmel, könnte aber auch ein sommerlicher Nachthimmel sein. Hier einfach dieses blaue Papier. Da haben wir Schneeflocken. Und hier, das ist auch, es ist total schön. Ne? Guckt mal. Richtig, richtig hübsch. The most wonderful time of the year. Guckt mal. Ne? Also richtig hübsch. Also zu den Größen könnte mir noch was einfallen. Wie gesagt, zu den ganz großen eher nicht. Ja. Ja, das ist dieser wunderschöne Block, den ich mir dann mitnehmen musste und aus dem wird auch aus jedem Fall was gebastelt. Das wird auch dann was sein, was, glaube ich, mal hier bleibt. Vielleicht mache ich meinem Mann einen Adventskalender, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wenn er brav ist. So, jetzt wollt ihr gerne noch den Preis davon wissen, verrate ich euch. Oh Gott, jetzt habe ich mir fast die Schere in den Fuß gerammt. Leute, 37 Minuten Action Haul und ich habe so viel gelabert. Wartet. Papier. Jo. Was kostet der? Wo ist der? Der ist nicht da. Der ist nicht da. Bastelband. Glitzerzeugs. Prägedingens. Glitzerbastelset. Monstertrink. Monster. LED-Lichterkette. Weihnachtsbeleuchtung. Designblock Weihnachten. Euro 99. Warum habe ich mir eine 2 mitgeholt? Keine Ahnung. Der eine reicht. Für einen Adventskalender reicht auch einer. So, meine Lieben, das war's. Hat ja auch lang genug gedauert. Ne? Ich habe wieder ganz viel gelabert. Ja, aber ich glaube, das mögt ihr auch, wenn ich schon besonders viel laber. Ja, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie gesagt, mit dem In Love Arts. Ne? Das würde mich echt mal interessieren. Dann könnt ihr mir ja auch mal schreiben, ob ihr auch Adventskalender bastelt, was ihr für Adventskalender macht, ob ihr schon was gemacht habt oder erst in Planung seid oder ob ihr eher so seid wie ich, so spontan. Genau, und das würde mich halt sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen was schreibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, aber kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf Abonnieren und drückt die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Jo, und das war's für heute.
Mir bleibt nichts weiteres übrig, als euch noch einen schönen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Video. Tschüss!